herzlich willkommen. Ist das alles? Ja, das funktioniert. Nochmal vielen Dank an die Musik, an Orimoto und herzlich willkommen von mir. Ich bin Tobias Schmidt. Die ein oder andere hat mich den ganzen Tag über irgendwo rumhängen sehen. Ich bin jetzt der Moderator für diesen politischen Salon. Und wir hatten ja einen sehr ergiebigen Konferenztag für alle, die da waren. Und jetzt am Ende wollen wir nochmal den Blick weiten und wollen uns nochmal ganz allgemein über den Technofix unterhalten. Wir leben ja in einer Zeit des systemischen Umbruchs. Demografien verändern sich, Ländergrenzen werden in Frage gestellt und über all dem steht die Klimakrise. Und heute Abend geht es ganz allgemein und hoffentlich dann auch ein bisschen konkret um die Frage, können uns Technologien helfen, die Welt zu retten? Den Hype um AI, den bekommen wir ja alle mit. Aber Technologien können ja noch viel mehr und sie sollen vor allem und möglichst einfach alles für uns lösen. Unter anderem die Klimakrise bewältigen, unsere Ernährungssysteme weiterentwickeln oder soziale Gerechtigkeit sicherstellen. In technologische Entwicklungen fließt deshalb viel Geld und sehr viel politisches Kapital. Wenn wir uns jetzt heute über Technofixes unterhalten, dann schauen wir zunächst auf Probleme, die man nun versucht, mit neuen oder verbesserten Technologien wieder zu lösen. Beim Thema Nachhaltigkeit denke ich da an den Rohstoff- oder den Strombedarf von digitalen Geräten, aber auch an den Ausbau von Netzen und von Rechenzentren und auf der ganz, ganz großen Ebene an Geoengineering-Projekte, die das Klima gesamter Ökosysteme beeinflussen sollen. Heute Morgen haben wir dazu eine Keynote gehört von Paris Marx, die uns bewusst gemacht hat, dass solche Technofixes das Problem zunächst als technologisches und nicht als politisches Problem rahmen und damit vor allem versuchen, die Klimakrise im Rahmen der Wachstumsanforderungen von globalen Märkten zu lösen. Nun haben wir den ganzen Tag darüber nachgedacht, inwiefern Technofixes als politische Probleme beleuchtet werden müssen. Und diese komplexe Gemengelage möchte ich jetzt heute Abend mit meinen vier PanelistInnen sortieren. Und auch nicht vergessen, dass es sich nicht nur um Unternehmen und um Gesetzgeber handelt, sondern dass es auch um Individuen und um Kommunen geht und um die Frage, wie heterogene Anliegen in die globalen Narrative von Technofixes einfließen können. Zur Organisation, wir werden jetzt hier ein paar Gesprächsrunden drehen und dann den Raum für euch alle aufmachen und ja, ich freue mich, wenn ihr da rege mitdiskutiert, auch wenn das jetzt schon viel Input für die meisten von euch war. Und dann werde ich, nachdem wir alle miteinander diskutiert haben, nochmal mit euch eine Abschlussrunde machen. Genau. Zunächst darf ich meine Gäste vorstellen. Armin Grunwald ist studierter Physiker, Mathematiker und Philosoph. Er ist Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie und seit 2002 Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Anja Höfner. Ja. Ist Mitorganisatorin der Bits und Bäume-Konferenz, habt ihr ja heute schon gesehen, arbeitet in Berlin mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie an Themen rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wolfgang Oels ist Wirtschaftsingenieur und promovierter Energieökonom, seit 2016 COO der Suchmaschine Ecosia, die sich mit einem Großteil ihrer Gewinne für die Pflanzung von Bäumen auf der ganzen Welt einsetzt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nicht kennt, aber sicherheitshalber. Und zuletzt Julia Gundlach, sie ist Co-Leiterin des Projekts Reframe Tech im Programm Digitalisierung und Gemeinwohl bei der Bertelsmann Stiftung und ihr Schwerpunkt liegt dort auf dem gemeinwohlorientierten Einsatz von algorithmischen Systemen. Ja, herzlich willkommen an euch und vielen Dank, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ja, ich habe gestern im Radio, das klingt jetzt wie ein Aufmacher, aber es ist wirklich passiert, ich habe gestern im Radio eine Autowerbung gehört und da hieß es, der Slogan war irgendwie sowas wie Nachhaltigkeit muss nicht Verzicht bedeuten. Und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Beispiel, dass diese Philosophie der Technofixes eigentlich immer sehr präsent ist, wenn wir darüber reden. Und ich möchte eigentlich mal auf einer ganz abstrakten, philosophischen Ebene anfangen und Armin vielleicht an dich die Frage stellen, sollten wir dieser Philosophie, vielleicht neoliberalen oder wie auch immer, dieser Philosophie des Wachstums den Spiegel vorhalten und auch mal den Technofix selbst ins Problemfeld rücken? Danke, Tobias. Schönen guten Abend. Ich könnte mir jetzt die Antwort sehr leicht machen und sagen, ja. Ich denke, ein bisschen mehr ist erwartet.
ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man 8 oder demnächst vielleicht auch 10, 11 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, dass man diese alle mit einem guten Leben versorgen kann, nach Maßstäben eines neoliberalen Wachstumsdenken. Also jetzt sind es 1 bis 2 Milliarden vielleicht, und dass die Treibhausgasemissionen weiter zunehmen, liegt ja vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen daran, dass immer weitere Kreise in weiteren Ländern in den Genuss eines, sagen wir mal, American Way of Life kommen und entsprechend mehr an Naturumsatz benötigen, um diesen Lebensstandard zu halten. Und das, wenn ich mir das ausgedehnt vorstelle auf 8 bis 11 Milliarden Menschen, dann ist mein Bauchgefühl, ja, das kann mit dem Planeten Erde nicht gut gehen. Und als Ethiker sage ich natürlich, jeder Mensch auf dieser Erde hat den Anspruch, den gleichen Anspruch auf entsprechend gute Lebensbedingungen. Und ja, es gibt ja diesen schönen Satz von irgendwie so, weiß nicht mehr, wo der herkommt, wie viele Afrikaner können wir uns eigentlich noch leisten auf diesem Planeten? Und ein anderer sagt, die Frage ist nicht, wie viele Afrikaner können wir uns noch leisten, sondern wie viele Amerikaner oder Europäer können wir uns noch leisten auf diesem Planeten? Und wir sind ja nun getrieben von diesem neoliberalen Denken. Beim Technofix würde ich ganz klar auch doch hinzufügen, es ist nicht nur das Wachstumsprinzip, es ist das Wettbewerbsprinzip, das globale Wettbewerbsprinzip, was halt die Geschwindigkeit des technologischen Wandels ja immer weiter hochtreibt. The winner takes it all, ja. Und ja, dann ist es eben unbedingte Pflicht für in dieser globalen Ökonomie der Erste zu sein. Sonst sieht man dann nachher alt aus und bekommt keine Marktanteile mehr. Also ich denke wirklich, dass wir mit dem Wachstumsmodell hergebrachter Prägung ein ernsthaftes Systemproblem haben. Und ich sage das auch manchmal selbstkritisch an meine eigene Adresse. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir auch in der Technikfolgenabschätzung eigentlich doch oft an Symptomen herumkurieren. Ja? Hier ein bisschen ein paar Effizienzprozente mehr und da ein bisschen weniger Emissionen, ist ja alles gut. Aber wenn das grundlegende Prinzip, nach dem das alles funktioniert ist, in sich nicht nachhaltig ist, dann ist so eine schleichende Sorge, die ich habe, dass wir vielleicht manches auch am falschen Ende des Problems tun. Ja, so Stichworte eben, die Flut hebt alle Boote, ne? The winner takes it all, das sind die Stichpunkte, auf die ich da auch hinaus wollte. Und Anja, vielleicht an dich, diese Klimakrise, die wir jetzt haben, die erfordert ja eine gesellschaftliche Umwälzung. Brauchen wir da auch eine radikale Reduktion von Lebensstandards? Also eben nicht die Flut hebt alle Boote, sondern wir müssen erstmal schauen, wie wir überhaupt mit der Flut umgehen sollten. Und also eine radikale Reduktion von Lebensstandards, anstatt eben nach der bestmöglichen oder reibungslosen Maximierung zu suchen. Ja, vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich wollte noch einmal korrigieren, wir sitzen nicht in Berlin, sondern in Leipzig. Genau, das Konzeptwerk, genau. Ich würde sagen, genau, es braucht eine radikale Transformation. Das heißt nicht, dass die jetzt sozusagen holterdiepolter von jetzt auf gleich passieren muss, weil das birgt auf jeden Fall auch zu viele Risiken, dass es dann eben auch nicht alle Menschen dabei mitgenommen werden, sondern wir stehen sozusagen schon für radikale Veränderungsprozesse, aber in sozusagen einem demokratischen Rahmen und in dem alle Menschen auch mitgedacht und mitgenommen werden. Es soll jetzt nicht sozusagen morgen die Revolution geben und gleichzeitig braucht es eben trotzdem revolutionäre Veränderungen. Ich würde sagen, es geht gar nicht um eine Reduktion von Lebensstandards, sondern eben, was Armin ja auch schon gesagt hat, um ein gutes Leben für alle. Und da ist halt die Frage, was das heißt. Und für uns heißt das ein gutes Leben für alle eben ein Leben, was ökologisch und sozial gerecht ist. Und eine Wirtschaft ausgerichtet an menschlichen Bedürfnissen und nicht an Profitinteressen von Unternehmen. Genau, Armin, du hast ja schon viele Stichworte gesagt. Ökologie sozusagen oder die planetaren Grenzen des Planeten sozusagen ins Zentrum stellen beziehungsweise als Grenzen wahrnehmen und daran sozusagen ausgerichtet dann wirtschaftliches Handeln unter Berücksichtigung eben von sozialen Aspekten. Und das ist eben global, das muss global verstanden werden, weil es eben jahrhundertealte Ungerechtigkeiten und postkoloniale Strukturen immer noch gibt. Das heißt, genau auch was du gesagt hast, ne, es gibt
auch dieses Argument kommt manchmal, wenn wir auch so Degrowth-Debatten führen, ob es nicht eigentlich zu viele Menschen auf der Erde gibt. Und nein, also wir könnten alle Menschen auf der Erde gut versorgen, wir haben einfach ein Verteilungsproblem. Genau, und es bräuchte eine radikalere Umverteilung, es bräuchte irgendwie wirksamere Steuern und auch eine andere Verteilung von Arbeit und Gewinnen. Genau, also es gibt viele Hebel sozusagen, die betätigt werden können. Und natürlich gibt es da auch große Widerstände, weil eben die Machtverhältnisse auch genau sehr ungleich sind, so wie wir jetzt gerade gesellschaftlich organisiert sind. Ja, es gibt viele Hebel, da kommen wir vielleicht später hoffentlich noch drauf zu sprechen. Ich wollte erstmal vielleicht auch ein Gefühl, das haben wir auch schon heute viel gehört, aber erstmal dieses Problemfeld vielleicht ein bisschen einrahmen. Herr Oels oder Wolfgang, so rum, brauchen wir denn überhaupt technologische Innovation, um die Klimakrise zu meistern? Ja, schönen guten Abend. Vielleicht fange ich auch nochmal mit einer kurzen Korrektur an, weil ich die wichtig finde. Ja. Ecosia widmet nicht einen Großteil ihrer Gewinne der Klimawende, sondern alles, alles. 100%. Und das ist eben jetzt eine, ich glaube, wir brauchen an vielen Stellen eben soziale Innovationen wie das eben, ja, wie, was ist eigentlich eine Firma, ja, was hat die für Regeln und nach was für Zielen arbeitet sie, und weniger technologische Innovationen. Also jetzt zu der Frage, brauchen wir, ich glaube, für die richtig großen Veränderungen, die wir brauchen, ist alles da, was wir brauchen. Ne? Es gibt für die Energiewende gibt's erneuerbare Energien. Die Technologien wurden in den letzten 20 Jahren da zur Marktreife gebracht. Ist alles da, auch andere Technologien, sei das jetzt von Mobilität oder Wärmeerzeugung. All diese Dinge können wir im Prinzip, die Technologien sind da, sind entweder schon marktreif oder stehen kurz davor. Der Al Gore hat das in Davos so formuliert gehabt, dass wir bis 2030 eigentlich alles dann dort haben, so für die verbleibenden, ich weiß nicht, 20%, die wir dann noch brauchen oder sowas, gibt es vielleicht noch so ein paar Dinge, die dann noch zur Marktreife gebracht werden. Aber es geht eigentlich, wir haben keinen Forschungsmanko oder auch kein Technologieproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das klingt ja erstmal schon mal machbar vielleicht. Wenn es ein Umsetzungsproblem ist, dann können wir uns vielleicht darum kümmern und müssen gar nicht mehr suchen. Zum Thema Umsetzungsproblem, Julia, suggerieren uns denn Technofixes eher so eine individualisierte Lösung? Also geht es eher darum, dass wir vielleicht unseren Lebensstandard nicht verändern müssen und uns einfach erhoffen, Status quo bleibt erhalten, in ein, zwei Jahren wird das alles problematisch, alles, was jetzt problematisch ist, wird dann gelöst. Suggeriert uns das so ein Technofix und bräuchten wir nicht vielleicht eher eine Regulierung von der Politik? Ja, auch da einfach, es braucht auf jeden Fall Regulierung von der Politik und es sind halt politische Entscheidungen und soziale Fragen, über die wir eigentlich reden. Und Technologie kann uns, und das glaube ich auch nach dem heutigen Tag noch, dabei auch helfen. Aber im Zentrum stehen Menschen und die Verantwortung von Menschen über ihr Handeln und für ihr Handeln. Und dabei können Technologien eingesetzt werden, um sowohl größere Fragen anzugehen, als auch ganz konkrete Fragen im Kleinen. Und dafür muss Technologie überhaupt nicht komplex sein. Und das ist jetzt gerade in der Debatte, in der ich mich viel bewege, zu künstlicher Intelligenz, oftmals die Vorstellung, dass Technologie wird immer komplexer und deswegen muss jetzt auch jedes Problem möglichst komplex sozusagen gelöst werden, also möglichst komplexe Technologie dafür angewendet werden. Und das ist auf jeden Fall ein Denkfehler aus meiner Sicht, der auch zu mehr Problemen führen kann. Und da sind wir dann schnell bei dem anderen Begriff, der mit Techno anfängt, nämlich Techno-Solutionism, also die Vorstellung, dass Technologie Probleme, komplexe soziale Probleme einfach lösen kann. Meist kommen da noch viel größere Probleme bei raus. Ja, jetzt hast du ja gesagt, die Technologien werden immer komplexer. Wird nicht Tech auch auf einer anderen Seite immer einfacher? Also man hat irgendwie Low-Code-Lösungen oder, Websites bauen wird einfacher. Was steigert den Komplexitätsgrad von solchen Technologien?
Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also was wir momentan einfach sehr stark sehen und vielleicht viele jetzt einfach auch so am Abendbrottisch mal diskutiert haben, ist die Entwicklung durch generative KI-Systeme. Also ChatGPT ist das, was jetzt, glaube ich, die meisten gehört haben. Und das ist erstmal ein sehr komplexes System, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber nicht genau erklären können, was da drin eigentlich passiert. Also so die sogenannte Blackbox. Und das macht natürlich die Erklärbarkeit total schwierig. Und ich glaube aber, das ist ein total wichtiger Anspruch, dass wenn wir Technologien einsetzen, wir auch den Anspruch haben können, erklärt zu bekommen, was wir eigentlich damit tun und was eigentlich diese Technologie eben ausmacht und was sie für Auswirkungen hat. Und deswegen, ich glaube, das gibt es auf der einen Seite und einfach auch ein riesiges Interesse, neue Innovationen auszuprobieren, eben in der Wissenschaft voranzukommen, was kann man mit diesen Systemen noch alles machen. Und gleichzeitig ist es total wahr, dass es heute deutlich viel einfacher ist, eine Website schnell mal eben selber zu bauen oder eben auch ChatGPT zu nutzen, um Code zu programmieren. Und das macht es auf jeden Fall, dass es in der gleichen Zeit viele Technologien auch simpler zu bedienen werden. Ja. Wir haben vielleicht jetzt so ein bisschen auch eine Art von Konsens, dass das Problemfeld vielleicht gar nicht so sehr bei der Technologie selbst liegt, sondern in einem systemischen Umgang mit diesen Technologien. Wenn wir jetzt mal versuchen, von diesem Problemfeld, das ja so wahnsinnig groß ist, ein bisschen abzurücken und diese systemische Vision nochmal stärker in den Blick zu nehmen, dann vielleicht Armin als Leiter des Büros für Technikfolgeabschätzung. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, was ist Technikfolgeabschätzung und womit befasst ihr euch da? Also eigentlich spricht das Wort ja für sich selbst. Ja? Es geht um Technikfolgen, die es noch nicht gibt und die es vielleicht auch nie geben wird. Das weiß man halt nicht. Es geht also um Zukunft, mögliche Folgen, wahrscheinliche, plausible und das abzustufen und auch erkenntnismäßig halt möglichst klar und transparent zu bekommen. Das ist so die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist dann das, was da rauskommt, zum Beispiel in Form von Szenarien, etwa der Energiewende oder wie auch immer, das dann eben auch mit gesellschaftlicher Wertsetzung zu verbinden, mit Verantwortlichkeitsfragen, mit Menschenrechtsfragen, mit ethischen Fragen anderer Art, wie auch immer, um dann, ja, es hat mal, es war, glaube ich, Ottmar Edenhofer sehr schön in ein Modell gebracht, was wir machen, ist so etwas wie Straßenkarten für die Zukunft entwickeln zu einem bestimmten Technologie- oder Nutzungsfeld. Straßenkarten, also Pfade in die Zukunft hinein zu strukturieren. Und da gibt es dann unterschiedliche Wege und da gibt es dann mal Verzweigungen und es mag auch mal eine Sackgasse geben. Und wir versuchen mit dem Wissen, was wir halt haben, und das ist über Zukunft natürlich immer wenig, auch Eigenschaften an diese unterschiedlichen Pfade und Straßen zu schreiben. Also sowas wie Nutzen und Risiken oder Konfliktpotenziale oder Verlierer-Gewinner-Konstellationen, wie auch immer. Und dann haben die Abgeordneten im Bundestag sozusagen eine strukturierte Straßenkarte für die Zukunft. Da machen wir dann dort Schluss. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, zu sagen, das ist die beste Straße hier. Ja, dafür haben wir einfach als Wissenschaftlerinnen kein Mandat. Das ist das demokratische Mandat des Bundestages oder entsprechender anderer legitimierter Institutionen. Und da ist ganz wichtig zu sagen zum Thema systemische Aspekte, dass Technikfolgen nie einfach Folgen der Technik sind. Ja, das wäre ja sozusagen einfach. Technikfolgen sind immer Folgen von Technik in sozialen Zusammenhängen. Und die können sehr unterschiedlich sein. Autos, auch SUVs für sich genommen, haben überhaupt keine Folgen. Aber wenn Millionen oder Hunderte von Millionen Menschen damit ganz viel rumfahren, dann gibt es Folgen. Und das ist ein Beispiel für diese Systemeffekte. Und da hat der Philosoph Hans Jonas, also der mit dem Prinzip Verantwortung, vermutlich in diesem Kreis ist er noch einigen bekannt. Sonst, wenn ich so meine Studierenden frage, ist komplett vergessen. Der hat mal gesagt, die großen Probleme in der Moderne mit Technik sind nicht die, wo die Technik mal nicht funktioniert, wo was explodiert, kaputt geht, eine Havarie kommt oder so. Natürlich, das ist auch schlimm und das muss auch unter Kontrolle gebracht und verhindert werden. Aber die großen Probleme, so Hans Jonas sagt er, sind die, wenn die Technik reibungslos funktioniert. Ja, weil dann kommen schleichend, langsam
diese Systemprobleme rein. Ja, dass sozusagen mit dem Beginn des fossilen Zeitalters, so zu Zeiten des Ruhrgebietes, frühe Industrialisierung, dass damit sozusagen der Keim für das Klimaproblem gelegt wurde. Ja, das hat ja damals keiner gewusst und hätte es auch nicht wissen können. Es ist schleichend gekommen und Sie kennen ja wahrscheinlich auch noch die großen Diskussionen darüber, ist das jetzt wirklich menschgemacht oder so? In manchen Kreisen soll es diese Frage ja heute noch geben. Schleichend und auch beim Thema AI oder überhaupt Digitalisierung, schleichende Effekte, also Blackboxes, denen wir irgendwelche Entscheidungen anvertrauen. Ja, wenn wir nicht mehr verstehen, wie der Output einer solchen Blackbox mit dem Input an Daten zusammenhängt, dann machen wir uns abhängig davon. Und wo diese Abhängigkeit ein kritisches Maß überschreitet, wo wir vielleicht nachher nicht mehr einfach sagen können, stellen wir mal ab und nehmen was anderes, weil wir nicht wissen, was dann passieren würde, das sind so schleichende Übergänge. Und das sind gerade diese Systemfragen, die die Technikfolgenabschätzung so spannend, aber auch dann letztlich so schwierig machen. Richtig hardcore belastbar wissenschaftliche Fakten bringen wir in der Regel nicht zustande, weil es keine Daten aus der Zukunft gibt, so Augustinus, mit anderen Worten, vor 1600 Jahren. Sondern was wir zustande bringen, ist Orientierung. Ja, Orientierungswissen, damit halt möglichst bessere Meinungsbildung, informierte, reflektierte Meinungsbildung und Entscheidungsfindung stattfinden kann. Ist es da auch eine Herausforderung, sich eine Offenheit zu bewahren? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, Technologien können ganz viele Wege gehen, hast du ja gesagt, wie könnt ihr das verhandeln, wie wird das diskutiert, was da mögliche Folgen sein könnten? Also ich zucke immer innerlich zusammen, wenn jemand, auch so Ingenieure neigen auch dazu, sagt, das ist der beste Weg und wenn ihr den nicht nehmt, dann wird alles ganz schlimm. Also so dieses Thema der Alternativlosigkeit. Demgegenüber, eines meiner Lieblingsworte ist Denken in Alternativen. Die Zukunft ist für mich ein zumindest teilweise offener Raum, der unserer Gestaltung unterliegt. Ja, was im Jahre 2030 und 40 in Sachen Energie, KI, Digitalisierung, wie auch immer da ist, passiert nicht einfach von selbst, wie die Pilze im Wald wachsen, sondern hängt davon ab, wie Menschen heute und in den nächsten Jahren handeln. Ja, wie sie als Kunden und Kundinnen etwas aufnehmen, wie sie als User mit Dingen umgehen, wie aber natürlich auch die Gestalterinnen, diejenigen, die im Silicon Valley oder wo sitzen, die dort bestimmte Dinge auf den Markt bringen oder wie politisch reguliert wird. Das hängt davon ab, was wir machen. Also diese Gestaltungsperspektive ist mir wichtig und die ist einfach notwendig verbunden mit einem Denken in Alternativen. Es könnte so gehen, aber auch so. Und da muss man überlegen, was man unter welchen Argumenten will. Ja, also viele Wege führen in die Zukunft und du hast das Silicon Valley schon genannt, das war jetzt auch meine Überleitung gewesen eigentlich. Es gibt ja einen ganz prominenten Weg und Julia, du hattest, glaube ich, das mal zu mir gesagt, das Mantra ist be fast and break things und du hattest gesagt, wer räumt das denn eigentlich auf? Wer räumt das denn auf und was kann so einem System be fast and break things denn entgegengehalten werden? Ja, also ich finde das Bild tatsächlich ganz schön und das kommt nicht von mir, das habe ich mal in einem anderen Zusammenhang gehört, dass genau diese Logik, wir sind möglichst schnell und ohne Rücksicht auf Verluste und innovieren ganz schnell iterativ. Und was ist eigentlich, wenn was dabei kaputt geht? Wer räumt das eigentlich auf? Wer macht eigentlich die Care Work im Internet oder in dem digitalen Raum? Und ich finde, das sehen wir momentan total schön. Momentan reden wir viel über OpenAI und ich finde es sehr fragwürdig, wie viel Raum man dem auch gibt. Also die Firma, die ChatGPT entwickelt hat und auch weiterentwickelt. Und der CEO davon hat eben dieses System auf den Markt gebracht letztes Jahr. Viele Millionen Menschen haben das schon genutzt und sagt aber zum Beispiel, ja, also den Code können wir aber auf gar keinen Fall offenlegen, das wäre ja gefährlich. Man weiß ja nicht, was die Leute dann damit machen. Aber gleichzeitig kann das Produkt genutzt werden. Also ich sehe da einfach, ich verstehe nicht, wie beides real sein kann. Wie kann man ein Produkt veröffentlichen und Menschen damit interagieren lassen, das reale Konsequenzen hat, heute und seit dem ersten Tag, wo das öffentlich zugänglich ist. Weil eine ganz neue Form und Möglichkeit ist, zum Beispiel Desinformationen zu schaffen in einer sehr kostengünstigen Art und Weise. Menschen haben oftmals in der Interaktion mit solchen Sprachsystemen das Gefühl, mit einem echten Interaktionsmedium, vielleicht was Menschliches, zu interagieren. Und da kann man sagen, das ist falsch und trotzdem hat man die Wahrnehmung, dass es so ist oder haben viele Menschen diese Wahrnehmung. Und natürlich auch einfach die Frage, wie viel
Mist da drin ist. Also das baut auf Internetfakten, aus ganz, ganz viel Wissen, Daten aus dem Internet und ist teilweise kuratiert, aber teilweise einfach wahnsinnig große Datenmengen. Und alles, was eben daraus dann neu kommt, basiert eben genau darauf. Und eine Sache, die ich immer schön finde, auch vielleicht eher in einer philosophischen Frage, ist, dass alle diese datengetriebenen Modelle, alles das, was wir mit KI-Systemen haben, die auf Daten trainiert sind, sind uns immer auch ein Spiegel. Und das kann auch total gut sein, wenn wir ab und zu uns nicht nur sagen, das kann nicht sein, dass dabei sowas Diskriminierendes rauskommt. Naja, aber diese Diskriminierung existiert in den Daten, die aktuell von uns produziert werden. Und dann ist es zum einen total wichtig zu sagen, das muss anders sein, das muss besser reguliert werden, diese Probleme müssen gelöst werden. Aber gleichzeitig kann man einen Moment innehalten und sich fragen, Moment, aber in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, wo diese Daten eben existieren? Also man bräuchte mehr Transparenz, man bräuchte Transparenz in der Nutzung, in der Entwicklung. Vielleicht, Herr Oehs, an Sie die Frage, wie stehen Sie denn zum Thema Open Source? Das ist ja ein viel diskutierter Ansatz, der oft im Marginalen bleibt. Wie kann man den denn in diese Unternehmenslandschaft einbetten? Ja. Ich weiß nicht, ob ich da was besonders Originelles dazu zu sagen habe, aber der Vorteil bei Open Source ist, gerade bei diesen Technologien, die ja sozusagen reine Fixkostentechnologien sind, ne? Jede einzelne Weiterverwendung kostet eigentlich nichts mehr, wenn es mal da ist. Ja? Die lassen sich natürlich aus einer gesellschaftlichen Perspektive raus am besten dadurch nutzen, dass sie eben tatsächlich allen zur Verfügung gestellt werden zu geringen Grenzkosten und dass sie eben entwickelt werden, wie so ein Flatrate sozusagen, ne? Also gesellschaftliche Kosten entwickelt werden. Ja? Also von daher, ja, bin im Prinzip ein großer Fan von Open Source Daten, von Open Source Technologien in unserer wirtschaftlichen Alltag spielt das zum Teil eine Rolle. Ne? Es gibt ja so die ganzen Browser-Technologien, die basieren auf Open Source Software. Allerdings auf der anderen Seite ist natürlich das meiste dort ganz knallhart in der Hand von ein, zwei Firmen dann dort, die aufpassen, dass das alles in ihrem Sinne läuft. Ja, genau. Also das sind ja die bekannten Geschäftsmodelle von diesen Firmen meistens. Nochmal zum Stichwort Blackbox. Anja, wie können wir denn die Menschen mitnehmen und wie können wir Menschen angesichts dieser Blackboxes dazu begeistern, sich mit technischen Innovationen zu befassen und nicht sozusagen mutlos vor dem Bildschirm zu versauern? Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt vielleicht Ziel, Menschen für technische Innovationen zu begeistern, sondern vielleicht erstmal so eine Grundlagenbildung anzustoßen und überhaupt auch ein Gefühl von Selbstermächtigung sozusagen gegenüber der Technik zu fördern. Das halte ich auf jeden Fall auch für einen der großen Hebel sozusagen auch für Veränderungen in dem Feld, dass Menschen sozusagen das Gefühl bekommen, selber Herren ihrer Technik, die sie nutzen, zu sein. Und ich glaube, Open Source ist da ein gutes Stichwort, weil es zumindest theoretisch möglich ist, eben in diese sonst oft Blackbox zu gucken. Und auch wenn Menschen vielleicht das erstmal nicht verstehen, sie haben die Möglichkeit, dahin zu gucken und sozusagen zu fragen, sich Hilfe zu suchen etc., in Hackerspaces zu gehen, Repair-Cafés und da irgendwie Know-how abzugreifen und sich das anzueignen. Also ich glaube, auch diese Aneignungsfrage ist eine wichtige. Und genau darüber, ich glaube, das verändert ja ganz viel. Also auch wenn wir uns sozusagen unser sonstiges Konsumverhalten angucken, ist es ja, wenn ich nur konsumiere, also meine Lebensmittel, weiß ich nicht, im Supermarkt kaufe, habe ich eine andere Beziehung dazu, als wenn ich irgendwie zu meiner solidarischen Landwirtschaft auf dem Acker fahre und da selber die Möhren jäte, dann freue ich mich, also ich habe das schon von allen gehört, immer mehr darüber, wenn es dann wieder Möhren gibt und denke mir, ach ja, die schmecken jetzt besonders lecker und so viel Unkraut, wie ich da rausgezogen habe im Frühjahr. Also ich glaube, das kann man eben auch auf den technischen Bereich übertragen. Also meine Beziehung zu Dingen verändert sich, wenn ich sozusagen händisch und kognitiv mich mit denen auseinandersetze und versuche, die zu verstehen und in Beziehung trete. Und ich will das gar nicht auf so einer individuellen Ebene problematisieren. Also ich sehe eigentlich die Verantwortung da nicht bei den Individuen und den Konsumentinnen, sondern sehe da eine kollektive Verantwortung und auch eine politische Verantwortung. Das ist mir auf jeden Fall auch wichtig zu sagen.
Ich wollte noch mal anknüpfen, was du, Armin, vorhin gesagt hast mit dem mit dieser Technik, die reibungslos funktioniert und dieses, was dann wiederum Folgen hat. Ich finde das total spannend, weil wenn wir jetzt drauf gucken, also gar nicht in die Zukunft gerichtet, sondern vielleicht so eine Evaluation von bestehenden Techniken, was uns im Konzeptwerk mit so einer kritischen Haltung gegenüber auch Hightech-Lösungen oft vorgeworfen wird, ist, dass wir dann zurück in die Steinzeit wollen. Also so eine Technikfeindlichkeit. Und das finde ich spannend, dass sozusagen dann diese Gewöhnung an Techniken, die reibungslos funktionieren, halt so gut funktioniert, dass alles, was bedeutet, das irgendwie nochmal umzukrempeln oder zu überdenken, ob das das ist, was wir wirklich gesellschaftlich wünschenswert finden, gleich eine Technikfeindlichkeit bedeutet. Und das finde ich eine spannende Frage auch nochmal auf dieser genau philosophischen, gesellschaftlichen Ebene, wie wir sozusagen davon wegkommen können, auch als Umwelt Bewegung immer diesen Stempel von Technikfeindlichkeit zu tragen. Das ist ein tolles Stichwort, Technikfeindlichkeit. Eigentlich sage ich, ich wollte was anderes sagen, aber es kommt dann gleich. Zurück in die Steinzeit. Das hat, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat oder ob es seine Berater waren, Franz Josef Strauß, ja, vormals bayerischer Ministerpräsident und sicher noch vielen bekannt, gerne genutzt als sozusagen Polemik gegen die damalige Anti-Atom-Bewegung. Ja, wer gegen Kernenergie ist, der will zurück in die Steinzeit und dann gehen in Deutschland die Lichter aus. Also in der Tat, das hat eine bestimmte Vorgeschichte auch. Und entgegen allen empirischen Widerlegungen dieser Technikfeindlichkeit, der ganze German Angst und so weiter, ist alles empirisch widerlegt, aber die Legende lebt weiter und wird immer gerne weitererzählt. Tobias, zu deinem Satz, dass Menschen vor ihren Bildschirmen versauern. Also wenn ich so in der Straßenbahn sitze oder nur mal draußen rumlaufe, da sieht man dauernd Leute, die in ihre Bildschirme schauen, die da drin versinken, die scheinbar hochkonzentriert sind, die glücklich lächeln, die wirken gar nicht so versauert. Also es scheint ja so zu sein, dass viele Menschen diesen unmittelbaren Kontakt zu den Dingen, die du gerade geschildert hast, gar nicht so sehr vermissen, sondern diese Bildschirmoberfläche als Realität nehmen und darin nicht versauern, sondern glücklich sind. Und indem sie das tun und mit großer Behendigkeit da wischen und klicken und so weiter, die jungen Leute können das ja anders als ich wirklich phänomenal gut, vertrauen sie ja darauf, dass dahinter eine Welt ist, eine technische Welt von Servern, Algorithmen, Softwarearchitekturen, Hardware und so weiter, die schön reibungslos funktioniert, aber eben keine Negativfolgen erzeugt. Ja? Dieses Vertrauen. Und da wäre in der Tat, das ist auch noch mal zum Thema Open Source, glaube ich, wirklich gut, wenn die Möglichkeit bestünde, da mal reinzuschauen hinter den Bildschirm, wie das eigentlich funktioniert. Natürlich können vermutlich 98% der Menschen das nicht oder würden es auch gar nicht tun. Aber wenn die Möglichkeit besteht, würden es manche tun und es vielleicht auch mal dann weitererzählen oder publizieren. Und dann könnte über diesen Weg so etwas Vertrauen, belastbares Vertrauen geschaffen werden, statt dieses blinde Vertrauen haben zu müssen, ich wische da und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Vielleicht, Julia, darf ich dich gleich dran nehmen? Ich würde es nur ganz kurz zusammenfassen. Wir haben ja viel jetzt über die Blackbox geredet, über Reibungslosigkeit und über das Stichwort Open Source. Also das scheinen ja Gegenpole zu sein. Und wir haben schon gehört, es ist eigentlich ja relativ anspruchsvolles, ja, oder zunächst anspruchsvoller, als in der Bahn zu sitzen und auf sein Handy zu starren ist, wenn man sich mit den Dingen wirklich befasst. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Leute hätten die Möglichkeit, hinter die Interfaces ihrer mobilen Geräte zu gucken und zu sehen, wie funktionieren da die Maschinenräume, würde das dann gleich passieren oder brauchen wir da auch gesellschaftliche Incentives, müssen wir Leute irgendwie da heranführen oder ist das Interesse eigentlich da und das Problem ist, dass es uns nicht gegeben wird? Ich glaube, darauf gibt es keine allgemeine Antwort, sondern das ist so sehr differenziert nach den Leuten, die man dazu fragt und deren Zugang auch zur Technologie. Vielleicht ein Satz noch dazu, der aber auch gut zusammenpasst. Also es gibt ja einen Grund, warum wir gerne in unsere Telefone gucken und da ist ja eine Aufmerksamkeitsökonomie dahinter. Und also die meisten Apps, auf denen wir wirklich viel Zeit verbringen, sind darauf optimiert, dass wir darauf viel Zeit verbringen. Dann gibt es bestimmt bei jedem hier nochmal eine einzelne App, die vielleicht die beste Wander-App aller Zeiten, die jetzt keiner irgendwie Werbung verkaufen will oder so. Aber auf den allermeisten Apps, auf denen wir viel Zeit verbringen, die sind
so designt. Und wir wissen, dass das Kinder und Jugendlichen enormen Schaden mitbringen kann, wenn es zu viel Zeit auf diesen Apps verbracht wird und auf diesen Plattformen. Und deswegen, also ich glaube, das passiert nicht einfach so, sondern auch da steht ein Geschäftsinteresse dahinter, das eben genau durch den Verkauf von Werbung auch sehr skalierbar ist. Und in der Frage, was wir sozusagen auch brauchen oder was für Möglichkeiten bestehen, wenn wir mehr Transparenz schaffen, ist, glaube ich, die erste Frage, was ist Transparenz eigentlich? Und ich finde es super spannend, weil Transparenz ist für jeden von uns was total anderes. Mir persönlich, da ich nicht Informatik studiert habe, würde es nicht so wahnsinnig viel helfen, einen Code offen zu legen, weil ich würde darauf gucken und nicht wahnsinnig viel verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ein paar anderen Leuten hier auch so. Eine andere Stufe von Transparenz wäre, das zu erklären. Also, dass mir jemand an die Hand gegeben wird oder ein Text dazu gegeben wird, der sagt, in dieser Zeile steht übrigens das oder diese Funktion bedeutet das. Wäre schon eine andere Form von Transparenz. Und eine andere Stufe noch wäre, wenn man das einbettet in einen größeren sozialen Kontext, in politische Rahmenbedingungen. Das heißt, welche Art von Offenlegung dann wirklich zu einem Effekt bei Menschen führt, hängt von total vielen Voraussetzungen ab. Eine Sache, mit der wir uns im Projekt, in der Stiftung sehr intensiv beschäftigen, ist Kompetenzaufbau. Und zwar insbesondere im öffentlichen Sektor und in der Zivilgesellschaft. Und im öffentlichen Sektor ganz zentral, weil einfach dort sowohl mehr und mehr Anwendung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz stattfinden und wir alle davon auch profitieren werden, wenn unser Staat etwas digitaler wird, als es jetzt ist, und unsere Verwaltung etwas digitaler ist, als sie jetzt ist. Und zum Zweiten aber auch, weil da regulative Umsetzungen entschieden werden. Also weil das auch die Akteure sein werden, die dann tatsächlich Regulationen umsetzen müssen von Technologie und insbesondere in dem Fall KI jetzt oder was wir uns angucken. Und das andere, Zivilgesellschaft und Kompetenz in der Zivilgesellschaft. Und da ist unser Projekt insbesondere fokussiert auf Wohlfahrtsverbände, weil bisher auf jeden Fall Ansätze von Digitalisierung natürlich da sind, insbesondere durch die Corona-Pandemie einen Schub auch der Digitalisierung gab, aber KI und algorithmische Systeme bisher relativ wenig eine Rolle spielen für die Mission dieser Wohlfahrtsverbände. Und wir glauben, dass wenn man Tech-Expertinnen zusammenbringt mit Wohlfahrtsorganisationen und diese Sprachräume sich auch erstmal treffen und miteinander besser verstehen, was sie jeweils meinen, dass es dann einfach deutlich bessere sowohl Problemverständnisse als auch Lösungsansätze gibt, als wenn da Lösungen immer so von oben reinschweben und bitte hier gibt es so ein Allgemeinpaket zu KI-Lösungen, sondern wirklich gemeinsam entwickelt werden. Ja, jetzt hast du schon ganz viel angesprochen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen auf dieser systemischen Ebene und schauen uns also an, was sind eigentlich die großen systemischen Herausforderungen. Und du hast jetzt gleich auch schon die Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt, wie kann man jetzt damit umgehen? Was gibt uns das eigentlich an die Hand? Kannst du vielleicht gleich mal konkret von Reframe Tech berichten, weil ihr euch ja für gemeinwohlorientierte Algorithmen einsetzt? Was genau heißt das und was sind da die spannendsten Projekte? Ja, total gerne. Also ich habe ja schon ein bisschen sozusagen geteasert und schon ein bisschen was erzählt. Aber der Zweck oder das Ziel unseres Projekts ist, dass Technologieentwicklung sich stärker am Gemeinwohl orientiert. Und das ist doppelt herausfordernd, weil Gemeinwohl als Begriff total fuzzy ist, weil in zu jedem konkreten Zeitpunkt als auch an jedem unterschiedlichen Ort Gemeinwohl auch ganz unterschiedlich verstanden werden kann und einem kontinuierlichen Aushandlungsprozess ist, der im besten Falle sehr partizipativ viele verschiedene Blickwinkel einzieht. Und wir haben uns auf die Suche zum Beispiel gemacht nach ganz konkreten Praxisbeispielen. Also wo wird denn eigentlich ein algorithmisches System oder künstliche Intelligenz für einen gemeinwohlorientierten Zweck eingesetzt und nur nicht profitorientierte Akteure angeguckt? Und in Deutschland gibt es fast nichts. Wir haben wirklich lange gesucht und es ist wahnsinnig schwierig, da was zu finden. Wir haben ein sehr schönes Beispiel zur Kita-Platzvergabe gefunden, das in Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird. Und ein Beispiel, wo Übersetzung in leichte Sprache unterstützt wird. Aber ansonsten ist wirklich ein großer Projektfriedhof zu beobachten in Deutschland. Und das hängt zum Beispiel ganz stark damit zusammen, wie gefördert wird, also wie öffentliche Gelder eigentlich ausgegeben werden dafür, dass man eben nicht sofort ein Geschäftsmodell braucht ab Tag 1.
Und da sehen wir, dass einfach ganz, ganz viele Hürden existieren, die unbedingt adressiert werden müssen. Und gleichzeitig zu dieser Frage, wie können wir eigentlich ganz konkrete Anwendungsfälle und eben die Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte KI-Systeme schaffen, ist die andere Frage natürlich auch, wie können Risiken minimiert werden, weil das zentral ist für eine Gemeinwohlorientierung. Und da geht es eben sowohl um KI-Regulierung auf europäischer Ebene aktuell, als auch um den Kompetenzaufbau, als auch um ganz klassische Kontrollinstrumente, die es zum Teil gibt, aber noch nicht in der Praxis umgesetzt sind. Und wenn sie nicht in der Praxis sind, dann helfen sie auch erstmal niemandem wirklich weiter. Ja, danke für diesen Einblick. Vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich würde vielleicht gern mal den Fokus ganz kurz weg von der Digitalisierung lenken, weil wir ja auch über Technologien im Allgemeinen sprechen. Jetzt sind wir sehr bei der Digitalisierung, was auch ein wahnsinnig wichtiges Feld ist. Wenn man sich andere Technologien vorstellt, dann haben wir ja heute auch schon viel über sowas wie Carbon Storage nachgedacht. Also ein Verfahren, bei dem Kohlendioxid im Untergrund gelagert werden soll oder auf andere Weise gelagert werden soll. Armin, du bist auch Mitglied im Begleitgremium der Endlagersuche. Und jetzt wollte ich mal fragen, sind solche Carbon Storage Lösungen, bei denen eben unklare Szenarien eigentlich auch wieder erzeugt werden, nämlich was passiert eigentlich mit diesen Stoffen, wenn sie gelagert werden? Wie ist mit solchen Lösungen umzugehen? Sind die sozusagen die letzte Bastion, die man irgendwann nutzen muss, oder sollten wir da die Finger davon lassen, oder ist auch das, so wie fast alles, eine zweischneidige Antwort? Also da kommt es in der Tat her. Ich glaube, Paul Crutzen war bei denen, die vor etwa 20 Jahren schon gesagt haben, wir sollten sowas wie CCS entwickeln, wir müssten es tun, es sei Pflicht, es zu tun, als eine Art Notfalltechnologie. So wie man einen Feuerlöscher im Schrank hat für den Fall, dass es brennt, sollten wir schnell wirkende Climate Engineering, ich sage gerne Climate Engineering statt Geoengineering, weil das dann eindeutig ist, worauf es zielt, sollten wir so Climate Engineering Optionen im Schrank haben, und für den Fall, dass wir das Klima auf andere Weise nicht stabilisiert bekommen oder es gar zu systemischen, zu positiven Rückkopplungen kommt, also über das Kipppunkte überschritten werden, wo dann man dann innerhalb weniger Jahre schnell handeln müsste, ja, dass dann dieser Feuerlöscher im Schrank ist. Damals, also wir haben für den Bundestag, glaube ich, 2012, 2013 eine Studie gemacht und auch noch eine öffentliche Veranstaltung, und der Konsens aller damals im Bundestag vertretenen Parteien, es waren vier, war auf keinen Fall. Denn die allgemeine Sorge war, wenn wir den Feuerlöscher im Schrank haben und wissen, naja, wenn das so schlimmer wird mit dem Klima, dann holen wir den halt raus, ja, dann würde es letztlich unseren Ernst aus der Vermeidungs- und auch Anpassungsstrategie nehmen und würde sozusagen dann doch wieder ein Technofix bedeuten. Denn wir haben eine Technik, die letzter, wenn es mal ernst wird, die doch hilft. Ja? Da kommt das wirklich her. Damals, also noch vor 6, 8 Jahren, Konsens kommt nicht in Frage. Sogar in den USA. Jetzt ist es anders. Jetzt findet man in Kreisen, die damals noch dagegen waren, durchaus Bereitschaft, darüber nachzudenken, oder sogar Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die klare Position, wir müssen. Wir schaffen es nicht mehr anders, ja, aufgrund der Datenlage, die Emissionen steigen weiter statt zu fallen und so weiter, nachholende Entwicklung weltweit. Und und auch die, selbst wenn, ich meine, diese schiere Menge, stellen Sie sich das mal vor, 85% des Weltenergiebedarfs kommt aus Fossilen. 85%, das ist also eine unfassbare Menge. Und sich vorzustellen, dass wir da in den nächsten 10, 20 Jahren so schnell weltweit, in Deutschland vielleicht, aber weltweit so schnell vorankommen, dass wir von den 85% auf 10 oder so runterkommen, das ist also, ich kann mir das schlecht vorstellen, vielleicht können Sie das besser, kannst du das besser, Wolfgang? Und dann kommt eben schnell die Folgerung, ja, wir brauchen CCS, wir müssen das jetzt entwickeln. Und Ottmar Edenhofer, den habe ich schon mal genannt, den Namen, sagt sehr deutlich, wir müssen es jetzt entwickeln, denn die Technologie ist zwar als Idee da, aber nicht sozusagen serienreif. Wir müssen es jetzt entwickeln, damit wir in 10 Jahren sie weltweit haben und auch weltweit implementieren können. Und er hat neulich, wir hatten eine Anhörung im Deutschen Ethikrat, da läuft gerade eine Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit.
Und da hatten wir ihn auch eingeladen und er hat sehr deutlich gesagt, es wird ein weltweites System geben müssen, wo überall das CO2 abgesaugt wird, ob an der Quelle oder aus der Luft oder wie auch immer, es gibt verschiedene technische Verfahren, verpresst und mit Schiffen irgendwo hingefahren wird. Er hat auch irgendwelche geologischen Bereiche genannt, wo ganz viel CO2 unterirdisch hinpasst. Und dann hat er etwas gesagt, was, glaube ich, hier nochmal ein besonderes Licht auch wirft. Er hat gesagt, und dieses System wird die Menschheit Jahrhunderte, Jahrtausende oder bis zum Ende ihrer Existenz weiter betreiben müssen. Und das ist mal eine Aussage, worauf lassen wir uns ein, wenn wir diesen Weg gehen oder wenn wir vielleicht sogar schon weit sind, diesen Weg gehen zu müssen, weil wir sonst in dramatische Klimaprobleme kommen. Also sind wirklich unangenehme Fragen dahinter. Ja, sehr unangenehm und sehr, sehr drängend. Und Wolfgang, vielleicht an dich, wenn man die Unternehmen ins Blickfeld nimmt, dann gibt es das Stichwort Carbon Neutrality. Und ihr bei Ecosia seid ja nicht nur 100%, sondern 200% renewable. Und erstmal will ich wissen, wie geht das? Und vielleicht, wie können das dann Firmen machen, vielleicht Industriefirmen, die ein deutlich höheres deutlich höhere Produktionskosten haben? Der Punkt ist, dass ich eben nicht mehr auf den Fußabdruck gucke, sondern auf den Handabdruck. Also was dieses Fußabdruckkonzept ist ja immer, wie kann ich so ein bisschen mehr die Effizienz erhöhen und dann nochmal 4% da und nochmal 2,5% hier. Aber ich bin immer noch auf dem falschen, im falschen Zug sozusagen dann dort. Ne? So. Und was wir eben gesagt haben, ist, wir gucken eben jetzt nicht nur auf unseren Fußabdruck, sondern wir gucken auf unseren Handabdruck. Wir nehmen alle jetzt Überschüsse und investieren die eben in die Klimawende. Zum Beispiel, dass wir eben weit über unseren eigenen Bedarf Photovoltaikanlagen aufgebaut haben. Also jede Suche auf Ecosia drängt rechnerisch ein Stück Kohlekraftwerk aus dem Netz dann dort. Und wenn, ich habe das mal durchgerechnet, wenn Google das machen würde, also wenn die auch wenn wir den Marktanteil von Google hätten oder Google die Ethik von Ecosia, dann hätten wir bis zum Ende des Jahrzehnts Gesamteuropa auf erneuerbare Energien umgestellt und jeden Baum auf der Welt, der jemals irgendwann umgehauen wurde, wieder aufgeforstet dann dort. Also das Geld ist alles da, es ist gigantische Reichtümer, die dort sind und wir können das alles hinbekommen dann dort, aber wir müssen eben, es kann nicht sein, dass die mächtigsten Unternehmen sich dafür auf die Schulter klopfen lassen wollen, dass sie nicht mehr Teil des Problems sind. Sie müssen Teil der Lösung werden. Ne? Wir alle müssen Teil der Lösung werden. Darf ich da mal was fragen? Ja, klar. Wolfgang, ich hab das eben mal gesagt, die Technologien sind da. Ja, das denke ich auch. Wie ist es mit dem von mir gerade genannten Mengenproblem? Wenn wir auf erneuerbare Energien weltweit gehen und haben die Windräder, die Solarzellen, die ganzen Batterien, die brauchen bestimmte Metalle, seltene Metalle. Und dieses schiere Mengenproblem, glaubst du, dass das klappt? Naja, es gibt ja keine Alternative dazu. Ne? Also wir müssen, ja, naja, so ein bisschen schon, also... Ne? Ich glaube nicht, dass wir uns einfach rauswachsen, sozusagen grün aus unseren Problemen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen eine große Transformation. Für mich hat das am besten die Ulrike Herrmann beschrieben, dann dort in ihrem aktuellen Buch, dann dort, wie sie eben gezeigt hat, wie das in England passiert ist, zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Die waren völlig unvorbereitet und haben dann innerhalb von wenigen Monaten dann ihre ganze Wirtschaft transformiert. Und das Spannende dabei, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wir müssen da die Leute mitnehmen, es darf da keiner unter die Räder kommen dabei. Den meisten Menschen, insbesondere Kindern dann dort aus sozial schwachen Verhältnissen, ging es viel besser als jemals vorher. Und dieses System, was dort entwickelt wurde, das wurde auch erst in Mitte der 50er Jahre abgeschafft. Da war der Zweite Weltkrieg schon lange vorbei. Ja? Also ein ganz spannendes Konzept, wie eben diese Transformation stattgefunden hat, die eben tatsächlich natürlich Grenzen hat. Also ne, es gibt Grenzen. Und die wir brauchen eine technologische Wende, wir brauchen Transformation von den Schlüsselinfrastrukturen, die uns im Augenblick umbringen dann dort. Diese müssen transformiert werden, was aber nicht heißt, dass plötzlich keine Grenzen mehr da sind. So.
Genau, mir kribbelt schon die ganze Zeit in den Fingernägeln. Ich glaube, wenn ich so Geschichten höre, ne, mit warum wir jetzt CCS machen müssen, dann, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich kriege dann so das Kotzen, weil ich auch denke, okay, wir nehmen jetzt den Feuerlöscher und hoffen, dass damit dann alles gut wird. Und also dieses, ne, es braucht halt, also was wir brauchen, ist was anderes, nämlich genau die Grenzen auch wirklich als solche nehmen und nicht die ganze Zeit gucken, wie weit können wir jetzt noch gehen, und wenn wir jetzt vielleicht doch noch den Feuerlöscher nehmen, dann können wir doch noch ein bisschen länger so weitermachen wie bisher und nichts verändern, weil wir brauchen, das haben wir ja vorhin alle gesagt, die technischen Lösungen sind da, wir brauchen sozusagen eigentlich einen Systemwandel, und natürlich ist der unbequemer als einfach eine andere technische Lösung zu finden. Und ich glaube, es gibt Unternehmen wie Ecosia, also es gibt diese Alternativen, die sozusagen in den Nischen irgendwie da sind, also ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber ne, also es bräuchte sozusagen dann nur noch Unternehmen, die so handeln wie ihr, aber das wird von alleine nicht passieren, weil dann hätte es bis jetzt auch schon funktionieren können. Also Bio-Lebensmittel gibt es seit, weiß ich nicht, 40 Jahren. Bis jetzt sind wir bei 11% oder so, glaube ich, in Deutschland gelandet an Konsum von biologisch produzierten Lebensmitteln. Das ist zu langsam. Also, und die Zeit haben wir nicht mehr. Und ich glaube, da braucht es dann wirklich knallharte Regulierung. Und es ist so wie, es wurde auch irgendwann beim Autofahren die Pflicht für einen Anschnallgurt eingeführt, weil es eben auch Sicherheit erhöht. Seitdem gibt es halt viel weniger Verkehrstote bei Autounfällen. Und genauso eine Regulierung brauchen wir auch beim Einsatz von Technik, aber auch bei dem, was ist eigentlich möglich und was ist überhaupt noch erlaubt, und das eben innerhalb von Grenzen. Es gibt einen französischen Low-Tech-Forscher oder ein Wissenschaftler, der eine Webseite betreibt, und der hat ein bestimmtes CO2-Budget sozusagen, was er sich selbst gesetzt hat, was er mit seiner Webseite sozusagen pro Monat verbraucht. Und dann heißt das halt, dass irgendwie nur 1000 Besucherinnen sozusagen pro Monat auf seiner Webseite möglich sind, und danach ist Schluss. Und dann kann man halt erst nächsten Monat wieder auf die Webseite gehen und die besuchen, und hat halt sozusagen diese klaren Grenzen, weil er sagt, anders genau funktioniert das eben nicht. Und das finde ich halt spannend. Für uns wäre es ja gerade unvorstellbar, eine Webseite aufrufen zu wollen, die dann nicht zugeht. Also diese ständige Verfügbarkeit auch, ne? Und das heißt auch gar nicht, dass wir, ich will auch gar nicht dieses Verzichtdenken so stark machen, sondern es hat auch ganz viele andere Vorteile, wenn wir weniger arbeiten und weniger konsumieren, eben dass wir mehr Zeit haben, um uns schönen Sachen, also sowohl schönen Sachen wie Musik machen, Sport machen, was auch immer, Selfcare nachgehen, aber eben auch gesellschaftliche Tätigkeiten und Arbeiten wahrnehmen, wie Care-Arbeit, die wir sonst irgendwie oft auslagern und da ja auch persönlich von profitieren, und das eben auch, glaube ich, allen Menschen irgendwie zugutekommen würde oder einen anderen Aspekt von einem guten Leben auf jeden Fall mehr ins Licht rücken würde. Du willst gleich was sagen. Ich würde es nur ganz kurz einmal schnell zusammenfassen und dann das ans Publikum auch weiterspielen, dass wir euch auch noch einbinden. Ich bin sicher, da gibt es vielleicht noch viele Anregungen. Du hattest jetzt gesagt, es soll vielleicht nicht um Verzicht gehen, aber man muss auf jeden Fall umdenken. Wir hatten das Stichwort gehört, es gibt sowas wie den Feuerlöscher, den will vielleicht niemand benutzen, aber auch der sollte vielleicht nicht ganz aus dem Hinterkopf verschwinden. Und du hattest gesagt, wenn alle Firmen so wären wie Ecosia oder wenn Google zum Beispiel mit seinem Kapital das machen würde, dann hätten wir eine andere Welt. Julia, vielleicht, weil du jetzt was sagen willst, vielleicht willst du was ganz anderes sagen. Das darfst du dann auch sagen. Aber das interessiert mich mit dieser Verteilung. Wir haben ja, wenn wir auf die Politik schauen, dann soll ja Geld in die Digitalisierung fließen. Es sollen auch kleinere Firmen oder mittelständische Unternehmen gefördert werden. Fließt denn immer noch zu wenig Förderung für technologische Innovationen, die gezielt nachhaltig sind? Also, große Frage. Ich fange mal da an und mache dann mit deiner Frage weiter, weil du gerade gesagt hast, Anja, es braucht knallharte Regulierung.
Ja, aber wir sehen ja, dass das nicht passiert so einfach, ne? Weil auch da ist es ja, und da bin ich im Echtzeit sehr froh, dass es nicht eine Akteur, eine Partei gibt, die sagt, so machen wir das jetzt und keine Diskussion mehr. Aber wir sehen ja jetzt gerade, dass eine Regierung, die sich sozusagen als Fortschrittskoalition beschreibt, an vielen Dingen auch wirklich einfach scheitert und nicht die Regulierung hinkriegt, die sie sich vielleicht sogar selbst zugemutet hat mal am Anfang. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir natürlich Regulierung, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, wir brauchen dafür Narrative und ganz viel andere Zukunftsvorstellungen, weil dieses Ganze, wir wollen nicht ab, also Menschen sollen nicht abgehängt werden, wir dürfen niemanden überfordern, das ist ja sehr passiv und sehr so, haltet die ganze Welt bloß von mir. Und das ist total schade und es gab so viele Beispiele im Laufe des heutigen Tages, auch gerade vom letzten Panel nochmal, dass es auch einfach Zukunftsvisionen gibt, aber noch viel stärker braucht aus zivilgesellschaftlichen Stimmen, die sagen, eine andere Welt ist möglich und wir können dazu beitragen. Und davon braucht es viel mehr. Also ich sehe das in dem KI-Diskurs, wir haben eine totale Polarisierung zwischen Tech-Unternehmen, die dann sagen, die Welt, die Klimakrise ist praktisch schon gelöst, das ist gar kein Problem mehr. Wir haben auch alle anderen Probleme dieser Welt eigentlich schon gelöst oder lösen sie mit KI. Und im gleichen Satz, die gleichen Personen sagen, das Ende der Menschheit ist nah. Und das ist absurd auf so vielen verschiedenen Ebenen, aber es ist vor allen Dingen eine extreme Dominanz von Tech-Unternehmen über die Narrative, die wir hören und aber auch weitererzählen. Und ich glaube zum einen in dieser Spreizung zwischen diesen beiden Lebensrealitäten, die hoffentlich nie Realitäten werden, so ist, wir brauchen viel mehr Diskurs über die aktuellen Probleme, die wir haben, über das, was passiert an Arbeitsplätzen, welche Form Arbeitsplätze an sich nehmen, welche Diskriminierung aktuell entstehen, welche Ressourcen verwendet werden, insbesondere jetzt in meinem Arbeitsfeld für künstliche Intelligenz. Und dann brauchen wir aus der Zivilgesellschaft Narrative, was Gutes entstehen kann. Und da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, man muss sich dafür nicht mit KI auskennen oder eine tiefe technische Expertise haben, sondern eine Vorstellung davon haben, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und dazu hat jeder eine Meinung hier. Und das mehr in den Diskurs einzubringen, in Gespräche einzubringen, das können wir ab heute jeden Tag mehr machen. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das hilft. Super Ansprache. Vielleicht gibt es schon mal jemanden, der sein oder ihr Narrativ mit einbringen möchte. Ja, da vorne sehe ich doch schon die erste Meldung. Haben wir, ja, da hinten. Der größte Hebel ist, haben wir bei Corona gesehen, als niemand mehr fliegen oder Auto fahren oder sonst was konnte, wie sehr schnell sich die Atmosphäre erholt hat. Wir reißen uns einen Arsch auf mit, was weiß ich für Lösungen, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Der einfachste Hebel wäre, Erdölproduktion sofort Schluss, Autofahren sofort Schluss. Ist schwierig, ja, aber das wäre der wirkungsmächtigste Hebel, behaupte ich jetzt mal. Und die Frage, die ich habe, ist, wenn es so schwer ist, diese ganzen komplexen, ach, das ist so kompliziert, die KI, wer weiß das schon, wie können wir die Leute mitnehmen? Ist das dann diese einfache Lösung, Auto, Erdöl, Mineralöl, Schluss, vielleicht am Ende doch einfacher? Gut, ist ein großes Risiko, aber die Wirkung ist so, das ist was, was so dafür spricht. Wie schätzt ihr das ein? Warum geht man nicht so einen Weg? Also ich kann ja mal anfangen. Ich befürchte und bin eigentlich fast sicher, dass wir sozusagen schleichend uns auf Pfadabhängigkeiten eingelassen haben, die ein Zurück nur noch um den Preis von Millionen oder Milliarden toten Menschen erlauben. Also dieses Abstellen. Ich bin auch leider der Meinung, wir können nicht zurück aus der Agrarindustrie zum Ökobauernhof, weil der Ökobauernhof kaum in der Lage sein wird, 8 bis 11 Milliarden Menschen zu ernähren. Das meine ich mit diesen Pfadabhängigkeiten. Ja, wir riskieren wirklich Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes damit. Und ich glaube, das ist der eine Grund, warum das nicht geht. Der andere Grund ist, es gibt sicher noch viel mehr, der sitzt in unseren Köpfen. Weil wir, und das sind wir irgendwie alle, seit 70 oder 80 Jahren, so alt sind wir ja noch gar nicht, nicht mal ich, aber wir sind ja seit der Wirtschaftswunderzeit in so einer Welt drin, wo alles immer so ein bisschen besser und ein bisschen sozialer und ein bisschen innovativer und mobiler. Und seit 10, 20, 30 Jahren haben wir ja sogar das Gefühl, irgendwie nachhaltiger. Das
ist ja so eine allgemeine rhetorische Figur. Alle tun ja was, Müll wird heute getrennt, früher wurde das nicht, alles wird irgendwie ein bisschen besser. Und das hat, glaube ich, unser Mindset so stark beeinflusst, dass wir, und da erwische ich mich auch selber mit, da irgendwie nicht gut rauskommen. Also manches geht ja wirklich, Mobilität verbieten. Ja, das ginge, glaube ich, wirklich relativ einfach noch. Es muss niemand für einen Urlaub eine Fernreise machen oder überhaupt eine Flugreise machen. Man kann auch mit dem Fahrrad in Spreewald fahren oder wohin auch immer. Und es gab ja Zukunftsforscher, die haben 2020 zu Beginn der Pandemie gesagt, ja jetzt merken die Menschen, wie schön es mal ist, nicht dauernd einkaufen zu müssen. Ja, wie schön die nahe Umgebung ist und das wird bleiben und dann wird alles viel nachhaltiger. Wir sehen das Gegenteil, ja. Das spricht dafür, dass die Mindsets über die Jahrzehnte so stabil in dieser Richtung gepolt sind, dass das echt eine große Aufgabe ist. Vielleicht ich ganz kurz. Wer sollte das machen? Das wäre eine politische Entscheidung. Ne? Das muss eine Politik durchsetzen. Wir haben vorhin darüber, wir sind uns auch alle einig, glaube ich, dass wir eben eine andere Regulierung brauchen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und vielleicht, Julia, ich bin, glaube ich, nicht damit, ich glaube nicht, dass neue Narrative dafür reichen. Ne? Ich glaube, es geht einfach um Macht, knallharte Macht. Es gibt einfach Tailend-Investoren, Milliardenkonzerne, die ein unglaubliches Geld an Parteien und PolitikerInnen fließen lassen, was legal ist. Das ist Korruption. Was soll das denn sonst sein? Aber das ist legal. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem ist, dass wir brauchen ein Gremium, ja, das eben die Regeln für dass die Parteienfinanzierung bestimmt. Das bestimmt, wer darf denn jetzt von PolitikerInnen eigentlich noch bezahlt werden von anderen Leuten und wofür eigentlich dann dort. Ne? Wir müssen darüber sprechen, was passiert eigentlich mit einem Bundesminister, der gegen das Bundesklimaschutzgesetz verstößt. Was passiert mit einer Regierung, die gegen das Klimaschutzgesetz verstößt? Was passiert mit einer Regierung, die gegen EU-Richtlinien dann dort verstößt? Wie kann das sein, dass Maskendealer noch frei rumlaufen? Ne? Das ist ein Problem der Gewaltenteilung, was wir haben, weil es eben diese Leute, die ihre eigenen Regeln für sich machen. Ja? Und was ich glaube, ist, wir brauchen einen Bürgerinnenrat eingelosten als permanente dritte Kammer, ja? die ein Ministerinnenstrafrecht aufsetzt, die eben bestimmt für die Belange der Abgeordneten dann dort. Ich glaube, es gibt ein fundamentales Manko eben dann dort in dem Aufbau unserer Demokratie und den anderen. Das kann man ja auch nicht vorwerfen. Es ist ja noch der erste Wurf aus dem 19. Jahrhundert im Prinzip. Seitdem hat sich ja nicht viel getan. Ne? So. Und wir müssen also an der Architektur unserer demokratischen Systeme arbeiten, dass sie demokratischer werden, rechtsstaatlicher und eben mehr Gewaltenteilung zeigen. Ja, Regulierung, aber wie? Ja, da die Dame in der dritten Reihe sehe ich hier. Ja. Hallo, ich bin Tina Haupt von WEED, auch eine NGO. Ich fand das sehr spannend, was Sie gesagt haben zur Wettbewerbspolitik. Dazu arbeite ich auch in dieser Konzernmachtinitiative mit. Und das hat mir heute auch so ein bisschen gefehlt, denn es wurde ja auch gerade gesagt, wenn Google alles umstellen würde, dann wäre alles super. Und genau, für mich ist die Frage auch, denken Sie auch, dass eine Lösung wäre, wieder diversere Märkte zu schaffen oder pluralere Märkte und nicht die von so großen Unternehmen dominiert werden? Und meine Frage wäre auch an Wolfgang Oetz, was so die Sicht von einem KMU eigentlich ist auf diese großen Monopole. Also muss man die eigentlich zerschlagen oder muss man den Markt wieder dahin regulieren? Und ich glaube, dafür wird ja mit der Reform des GWB vielleicht auch gerade ein Instrument geschaffen, das man mutiger anwenden müsste. Genau, wie ist da Ihre Sicht und gibt es da was, also gibt es aus anderen KMUs vielleicht ähnliche Sichtweisen und gibt es da vielleicht auch schon Zusammenschlüsse, dass man sich irgendwie gegen diese großen Unternehmen stellt? Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube, es gibt ganz viele Firmen, die das gerne machen würden, die aber einfach Angst haben und denen es auch an Möglichkeiten mangelt. Das sind ja Multiplattform-Monopole. Ne? Man macht hier irgendwas und dann wird man an einer ganz anderen Stelle dann dort ausgebremst. Ne? Also ich denke, die Europäische Union hat vor über 20 Jahren ein großes Demonopolisierungsprojekt angegangen. Damals wurden die Telekom und die Energiemärkte entmonopolisiert. Da wurden eben jetzt die einzelnen Stränge wurden dort wurden getrennt strukturell, ja, und dann wird eben jeder dieser Stränge oder da wo es eben die Monopole dann noch danach gab, die wurden eben von einer Regulierungsbehörde
dann reguliert. Das heißt, wo dann ein Unternehmen vorher einen Antrag stellen muss, ob jetzt bestimmte Preise verändert werden. Ne? So, was wir jetzt sehen, Microsoft erhöht ihre Preise um über 1.000% dann dort. Ja? Und dann läuft so eine Regulierung dann irgendwie dem dann hinterher. Und wenn das dann soweit ist, ist alles auch schon wieder dabei. Ne? Also ich glaube, wir brauchen in der Tat, also ganz sicher, brauchen wir eine strukturelle Separierung dann dort. Und wir brauchen eine Regulierungsbehörde für die einzelnen Pfeiler dann dort, die eben vorher, also ex ante, wo beantragt werden muss, wo Unternehmen nicht tätig werden können, die Monopolisten, bevor es nicht eine Zustimmung dann dort gibt. Ja. Übrigens, das jetzt als Kunde von solchen Unternehmen passiert uns ja das genau das. Wir dürfen nichts an unserer Suchmaschine irgendwie ändern, ohne nicht bei den Unternehmen, die uns da beliefern, vorher angefragt und ein Okay bekommen zu haben. Das gleiche Schema schlage ich vor für diese Unternehmen dann dort einer demokratisch autolegitimierten Instanz dann gegenüber. Vielleicht noch eine Sache wegen Monopole brechen. Also ich meine, Regulierung ist eine Möglichkeit und ich glaube gerade im Bereich Digitalisierung, also vielleicht nicht so sehr in anderen Bereichen, aber gibt es ja schon auch eine Möglichkeit zu sagen, es wird einfach zum Beispiel verpflichtend, offene Schnittstellen einzuführen. Das ist ja auch eine Forderung von Bits und Bäume und es bedeutet eben, wenn es offene Schnittstellen zum Beispiel zwischen Messenger-Diensten oder Plattformen gäbe, dann wäre es auch einfacher möglich, Alternativen aufzubauen und vielleicht auch selbstverwaltete Betriebe, die eine gleiche Dienstleistung anbietet, wie jetzt irgendwie Amazon anbietet, aber eben mit einer, also ganz anders sozusagen vom Betrieb her, von der Firma her, vom Gedanken, der dahinter steckt. Das würde sozusagen ja eben diesen Netzwerkeffekt, diese Login-Effekte, das würde dieses Problem aushebeln und wäre eine Möglichkeit, das sozusagen technisch zu bewirken und nicht so sehr, dann hätte man auch nicht so sehr dieses Hinterherhinken immer mit dem Regulieren. Und ich finde aber auch spannend, dass sozusagen gerade im digitalen Bereich ja dann oft dieser Punkt genannt wird, ne, das bremst dann sozusagen die Innovationsfähigkeit oder die Innovationsgeschwindigkeit, aber auch da dann passiert es eben langsamer. Oft sind es ja langsame Prozesse, vielleicht auch die am Ende zu besseren Lösungen führen. Ich finde das irgendwie spannend. Wir arbeiten im Konzeptwerk relativ, also so basisdemokratisch wie möglich und wir treffen sozusagen die wichtigsten Entscheidungen im Plenum und wir haben Rollenrotation etc. Natürlich sind wir nicht so schnell wie ein hierarchisch organisiertes Unternehmen, aber wir treffen oft bessere Entscheidungen, weil eben sozusagen alle Leute gehört werden und auch Bedenken gehört werden und dann nicht später man dann irgendwie auf ein Problem stößt, was man vielleicht am Anfang nicht bedacht hat, sondern oft sozusagen schon Sachen gut durchdacht sind, bevor sie dann entschieden werden. Und ich glaube, das kann man ja auf unterschiedliche gesellschaftliche Aushandlungsprozesse übertragen. Das ist dann langsamer, aber oft mit einem besseren Ergebnis. Und vielleicht eine Sache, die wir total spannend irgendwie auch nochmal so ein bisschen wiederentdeckt haben, ist so der Unterschied zwischen unserem Umgang mit Mails zu jetzigen Plattformen. Weil wie wir mit Mails kommunizieren, ist ganz anders interoperabel, denn wie wir jetzt mit Plattformen agieren. Und das ist einfach, ich kann ohne Probleme von einer Gmail-Adresse zu einer Posteo-E-Mail-Adresse schreiben und da denkt auch niemand von uns nochmal ein zweites Mal drüber nach. Bei Plattformen geht das nicht. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen Protokollstrukturen, und das wird jetzt technisch, aber und eben Plattformen. Und wir wissen, dass halt einfach Plattformunternehmen extrem mächtig geworden sind. Und auch darüber nachzudenken, welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen sich über die letzten 10 Jahre entwickelt haben, überhaupt nicht mehr hinterfragt werden, ob das eigentlich gut so ist für unsere Gesellschaft oder nicht. Und auch an dieser Stelle nochmal zurückzugucken in der Geschichte, wo hat es vielleicht ein bisschen besser auch funktioniert und wo haben sich weniger stark Monopole entwickelt, auch im Digitalen. Das finde ich total spannend, wenn man einfach an E-Mails denkt an der Stelle. Guter Punkt. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Ja, da hinten sehe ich jemanden. Das ist schwer zu erkennen. Ja, zuerst habe ich gedacht, das klingt alles so schön vernünftig, aber dann, wie diese Thema kommt jetzt am Ende, wo dieser Monopol hat so viel Markt und die haben so viel von uns schon geklaut. Und wir müssen reagieren auf das und irgendwie zurücknehmen. Zum Beispiel diese neue Entwicklung von KI unter ihren Visionen ist von all unserer Daten, was sie klauen für ihren Profit. Und diese jetzt über eine Dekade vom Überwachungskapitalismus. Da muss eine Reaktion immer noch da sein oder das geht immer weiter, dass die technologische Welt ist
unter ihren Marktgrip. Ne? Und wie Julia sagt, ein neuer Narrativ ist schön, aber ohne, dass wir konfrontieren diese Bad Actors und nicht irgendwie eine Gewinn, dass wir kriegen was zurück, was sie haben von uns schon genommen für so lange. Und diese riesige diese Reichtum, was sie haben erreicht von diesen Klauen. Wenn sie haben das, die haben viel Macht noch über uns und wir müssen irgendwie zurückkämpfen. Bessere Widerstandsideen. Und ein Ding, was fällt mir ein, ist, es gibt eine feministische Tech-Group, die haben einen Ruf für einen Cloud-Strike gerufen am 8. März oder 1. Mai. Und das war wie, hey, wir steigen aus von diesem korrupten Internet, wie es funktioniert jetzt. Irgendwelche Actions wie das hat mir irgendwie Hoffnung, weil ich glaube nicht, wenn wir warten auf Regulierungsideen, die sind so weit vor die Regeln, wir können das nicht gewinnen. Wir müssen irgendwie ein bisschen mehr mutig gegen diese Bad Actors was tun. Zivilgesellschaftliche Gegenwehr sozusagen. Kann da jemand was dazu sagen? Armin vielleicht aus der Erfahrung? Also es war ja ein Plädoyer und von daher muss ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Das ist einfach auch ihr gutes Recht, hier ein Plädoyer zu halten. Die Diagnose dahinter oder die Sorge dahinter, die kann ich einfach gut verstehen. Ich würde vielleicht nicht von Bad Actors sprechen, weil dieses Wort Bad ist eine Zuschreibung. Ich kenne diese Menschen nicht persönlich. Ja, und das ist das, ich denke manchmal, die kommen aus irgendeiner, sind hochgespült von einem Erfolg und dann sind sie oft auch sehr unbeholfen auf dieser Ebene. Ob das immer Bad Actors im Sinne von, sagen wir mal, übelwollenden Akteure sind, weiß ich gar nicht. Ich kenne sie nicht. Aber dass da ein Systemproblem ist, wo wir gerade schon bei der vorigen Bemerkung gesprochen haben, das auf jeden Fall. Nun sind Monopole sind ja nichts Neues, gab es auch früher schon. General Electric, da sagt man, dass die um das Jahr 1900 darüber bestimmt haben, wer amerikanischer Präsident wird. Ja, das ist jetzt lange her. Mit der Digitalisierung ist das Problem verbunden, dass diese Monopolstruktur unheimlich schnell entstanden ist und sich weltweit verfestigt hat. Ja, das macht es ja auch nationalen Regulierungen so schwer. Es gibt sogar in den USA mittlerweile Stimmen, die die Zerschlagung dieser Konzerne fordern, weil man sogar im Land, wo die Unternehmer sozusagen die höchste Wertschätzung überhaupt genießen, sogar dort ist das System in Verruf geraten, weil eben diese Machtkonzentration, die kann nicht gut sein. Und in der Tat, Sie haben es formuliert, die haben von uns etwas gestohlen. Es ist ja auch eine interessante Erzählung, die damit möglich geworden und Realität geworden ist, nämlich, dass wir diese meisten Systeme ja kostenfrei nutzen können und viele Menschen sich dann nicht einmal darüber wundern, wie, wenn wir kostenfrei Leistungen beziehen, warum dann Milliardäre irgendwie entstehen und Riesenfirmen. Da kann ja was nicht stimmen. Aber das ist eine ganz, ganz geschickte Konstellation, die gefährlich für uns ist. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit. Ich würde sagen, eine Frage vielleicht noch aus dem Publikum. Ja, da hinten sehe ich noch jemanden. Da sehe ich gerade. Was? Ja, vielen Dank. Ich wollte ganz konkret zu dem CCS-Beispiel sprechen. Ich wollte Sie erst, Herr Grunwald, auf einen Widerspruch hinweisen. Sie hatten nämlich eingeleitet damit, dass Ihre Zunft so arbeitet, dass sie das Denken in Alternativen in die Öffentlichkeit bringt. Und bei CCS sagen Sie aber jetzt, das ist alternativlos. Und ich finde, also falls das wirklich so ist, ist das natürlich eine bedeutende Alternativlosigkeit, die jetzt auf uns runtergekommen ist. Und vielleicht ist das so gesellschaftlich, aber ich glaube, das müsste sehr zu denken geben. Ja, und wollte auch das Bild ein bisschen korrigieren. Feuerlöscher, also es gibt auch also Organisationen, die bezeichnen CCS und diese Technologien eher als Öl ins Feuer werfen. Und ich glaube, das ist natürlich auch begründet und ich würde mir wünschen, dass bei einer Betrachtung der Optionen auch für den Bundestag so eine Abschätzung des Impacts und der Risiken doch auch sozusagen umfassend erfolgt. Aber heute hatten wir eigentlich über diese
Technofixes wie CCS eigentlich geschlossen, dass das Dinge, also dass das Fantasien sind, die uns auch vergessen lassen, was wirklich zu tun ist. Und dann wollte ich jetzt mal ganz konkret fragen, wenn der Ethikrat den Bundestag berät zu CCS ob, oder zur Klimastrategie, ob Sie eigentlich prioritär über den Ausstieg aus Fossilen sprechen und dann ein konkretes Datum für Deutschland empfehlen. Also zunächst einmal kein Widerspruch, denn ich habe nicht gesagt, das sei alternativlos mit dem CCS. Ich habe Ottmar Edenhofer zitiert. Ja, und ich habe, wenn Sie den Bericht aus dem, für den Deutschen Bundestag 2013, glaube ich, den können Sie im Volltext downloaden, wie alle unsere Studien. Da können Sie diese Chancen-Risiko-Diskussion nachlesen, nach dem damaligen Stand des Wissens. Unter anderem auch das, was Sie sagen, das habe ich selber auch in eigenen Publikationen ausgebaut, dieses Öl ins Feuer gießen. Ja, wenn wir jetzt, wir wissen, okay, CO2 ist Gift für die Atmosphäre. Mit CCS haben wir ein Gegengift. Ja, und dann können wir ja von dem Gift noch mehr in die Atmosphäre tun, dann brauchen wir nur noch mehr CCS und alles bleibt gut. Ja, wir brauchen nichts in unserem Verhalten, in der Wirtschaft, in dem Wachstumsdenken zu ändern. Alles bleibt beim alten Denken und wir können wunderbar weitermachen. Das ist genau das, was Sie meinen und das ist in der Tat eine große Gefahr dabei. Jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen. Den Ethikrat. Ethikrat. Also ich weiß jetzt nicht, was wir da am Ende rausbekommen. Das kann ich ja nicht sagen. Wir werden eine Studie zur Klimagerechtigkeit machen. Da wird nicht jetzt etwas über Jahreszahlen und Kontingente und der Verkehr muss so und so viel und so durch. Wir machen keine Klimapolitikplanung. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Es geht um die normativen Grundlagen und da haben wir gesagt, Gerechtigkeit als mit zwei großen Pfeilern. Der eine Pfeiler ist selbstverständlich die Zukunftsgerechtigkeit, dass wir nicht heute sozusagen unsere Freiheit ökonomisch und vom Konsum her und wie auch immer ausleben auf Kosten der Freiheit zukünftiger Generationen. Das ist die eine Gerechtigkeitsdimension. Und die andere ist die, und da hatten wir letzte Woche noch eine Anhörung, unter anderem mit einem Kollegen aus Bangladesch, das Gerechtigkeitsproblem, was wir ja heute schon haben, die großen Verursacher des Klimaproblems sitzen im globalen Norden, der von den Folgen des Klimawandels deutlich weniger betroffen sein wird oder schon betroffen ist, weniger betroffen ist als der globale Süden, der wenig zum Klimawandel beigetragen hat. Also zu den beiden großen Themenfeldern werden wir uns äußern. Ja, vielen Dank und danke. Es gibt sicher noch ganz viele Fragen und vielleicht geht es ja danach noch ein bisschen weiter. Ich würde gerne noch eine Frage an euch alle stellen und das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine liebgewonnene Frage, aber ich will das jetzt mal ins ganz Konkrete bringen. Wir brauchen Lösungen und wen würdet ihr denn finanzieren, wenn ihr jetzt über die Mittel der Bundesregierung verfügen würdet? Ganz schnelle Runde und dann sind wir auch schon am Ende. Julia, vielleicht mit dir angefangen. Zivilgesellschaftliche Organisationen stärker finanzieren, insbesondere weil wir genau hier zusammensitzen und ich so viel an Möglichkeiten und Ideen einfach heute schon mitgenommen habe, die möglich sind und weil es einfach viel zu wenig Förderung in dem Themenfeld KI und Gemeinwohlorientierung für zivilgesellschaftliche Organisationen gibt und deswegen da Geld sehr gut investiert wäre. Ich würde für striktere Regulierung plädieren und das Geld dafür einsetzen, die Kosten der Regulierung, der Transformation in eine neue Regulationswelt hinein zu kompensieren. Anja? Öffentliches Geld für öffentliche Infrastrukturen. Ja, ich würde den gelosten Bürgerinnenrat als permanente dritte Kammer finanzieren, die die Belange der Politik regelt. Ministerinnenstrafrecht entwickelt und überwacht. Haben wir jetzt schon mal eine gute Agenda und vielleicht das nächste Panel dann über die Priorisierung. Jedenfalls, wir sind am Ende angelangt und auch am Ende dieser Konferenz angelangt. Für alle, die jetzt noch mehr zu diesem Thema hören wollen, gibt es auf der diesjährigen Republika, nämlich am Montag, ein Panel, das heißt Welt retten oder Profit maximieren, das große Versprechen von Innovationen als Ausweg aus der Krise. Falls jemand von euch da ist, kommt da gerne vorbei. Und ja, vielen Dank euch, dass ihr da wart und danke euch fürs Zuhören. Und jetzt übergebe ich das Wort an Marie-Louise und an Nelly. Applaus